Hallo und herzlich willkommen bei meinem Lernvideo. Mein Name ist Masako. Ich bin Konzertpianistin und Klavierpädagogin. Habe bereits mehrere Lernvideos mit dem Titel Peter Feuchtwangers Pianotechnik gepostet. Diesmal möchte ich gerne über ein Thema sprechen, das wenig beachtet wird, aber eine große Wirkung auf das Klavierspielen hat. Nämlich, wie setze ich mich ans Klavier? Wir setzen uns meistens gedankenlos ans Klavier, weil unsere Gedanken schon voll mit dem Spielen und der Musik beschäftigt sind. Aber wenn wir nervös sind, wie bei Konzert- oder Prüfungssituationen, dann fangen wir plötzlich an zu grübeln, ob der Klavierhocker zu hoch ist oder zu niedrig oder zu weit rechts oder links steht. Aber das ist zu spät. Auch deshalb wäre es gut, wenn man ganz genau weiß, wie man sich hinsetzt. Für Leistungssportler oder Kampfkunstsportler ist die körperliche Ausgangsposition, nämlich das richtige Stehen, enorm wichtig. Und das wissen die ganz genau. Richtig meine ich hier, dass der Schwerpunkt des Körpers so positioniert ist, dass alle Glieder in harmonischen Verhältnissen stehen und somit man die beste Leistung bringen kann. Ein falsch positionierter Schwerpunkt bringt innere Instabilität und die Leistung wird negativ beeinflusst. Genau das gleiche gilt für Pianisten mit dem Sitzen. Ein optimales Sitzen erleichtert das Durchatmen und die Beweglichkeit der Arme und Finger wird deutlich verbessert. Wenn du deine Klaviertechnik in gesunder Weise verbessern und deine Potenziale voll entfalten möchtest, dann solltest du für dich eine optimale Sitzhaltung finden, die individuell an deinem Körperbau angepasst ist. Versierten Pianisten möchte ich empfehlen, sich einmal Gedanken darüber zu machen und es auszuprobieren. Ihr werdet merken, wie die ausgewogene Sitzhaltung das Klavierspielen erleichtert. Jetzt zeige ich euch die Punkte, die man beim Sitzen am Klavier achten sollte. Ja, dann fangen wir mit der Sitzgelegenheit an. Bitte unbedingt einen oder einen höhenverstellbaren Hocker oder Bank nehmen. Es kann so eine drehbare Hocker sein oder eine richtige Klavierbank. Und lieber ein neues Modell nehmen. Ältere Modelle lassen sich oft weniger tief einstellen. Eventuell kann es mit einem Schlagzeugerhocker gut funktionieren. Sie sind sehr stabil und lassen sich wunderbar verstellen. Auf jeden Fall, es sollte so sein, dass der Hocker oder die Bank sollte an deinem Körpermaß angepasst sein und nicht der Mensch passt sich an die Sitzgelegenheit an. Das Gesäß nicht auf der Mitte der Klavierbank platzieren, sondern auf dem vorderen Rand, damit dass man die Unterseite der Oberschenkel frei hat und die Füße unbedingt dichten Kontakt zum Boden. Beine sollten eine richtigen und wichtigen Stütze für den ganzen Körper sein. Wenn man zu tief rein sitzt, dann passiert Folgendes. Dann verlieren die Beine Stützfunktion und dann neigt man doch unwillkürlich nach vorne und das Becken nach hinten gekippt. Also das Becken senkrecht halten
dann kann man sich richtig mit den beiden Sitzknochen die Sitzfläche fühlen. Und so ist man, hat man ein ganz stabiles Fundament für den Oberkörper. Das Gefühl mit dem geraden Rücken zu bekommen ist nicht so ganz einfach. Jetzt probieren wir an einer Wand Folgendes. So stellen wir uns den Rücken zur Wand und dann zuerst kommt das Gesäß an die Wand und dann gehen wir ein bisschen runter, damit dass wir Sitz sozusagen Situation simulieren kann. Jetzt dann den ganzen Rücken möglichst dicht an die Wand bringen und dann Schulterblätter sollten Kontakt zur Wand haben. Also hier öffnen, also Schulter nicht nach vorne bringen, sondern so. Und dann Hinterkopf ist auch sehr wichtig, auch wenn der Rücken gerade ist, aber Kopf dann nach vorne neigt, dann ist das ja Nacken sehr belastet. Also so. Das wäre ungefähr eine gerade Sitzhaltung. Und das Körpergefühl im Kopf speichern. Und dann gehen wir mal auf die Klavierbank zurück. Ungefähr so. So. Das Rückgrat besteht aus kleinen Knochenteilen, die übereinander gestapelt sind. Man könnte sich beim sich aufrichten so vorstellen, das Rückgrat wäre wie ein Turm, der von unten aus Stück für Stück hochgebaut wird oder wie eine Pflanze vom Boden aus empor wächst. Also immer von unten aus aufrichten. Der Nacken sollte frei und beweglich sein und der Kopf wird wie ein Ball vom Halswirbelsäule ausbalanciert, also nicht festgeklebt, sondern beweglich. Der Schwerpunkt des Körpers sollte unterhalb des Nabels sitzen und von da aus Bein, Gesäß, Rückgrat und Schulter sollten in einem zentrierten und harmonischen Verhältnis stehen. Mit einer Sitzhaltung meine ich keine sogenannte eingefrorene Figur, sondern ein ständiges Ausbalancieren. Der Körper sollte stets durchlässig und beweglich sein. Wir sind beim Klavierspielen mit verschiedenen Situationen konfrontiert und manchmal steigt eine starke Emotion, dass man nach vorne neigen möchte oder empor schauen möchte. Wichtig ist aber, dass man immer wieder zur Ausgangsposition zurückkommt, damit dass man locker bleibt und für die nächste Aktion bereitgestellt ist. Vielen Dank fürs Anschauen. In dem Folgevideo erzähle ich noch weiteren Details, vor allem über den Zugang zur Tastatur. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!